Da meine alten Powerlifting-Schuhe nun in die Zeit gekommen sind und alles langsam kaputt geht und sich auflöst, was ja verständlich ist durch das tägliche Benutzen dieser Schuhe, habe ich mich nun ins Internet begeben, um einen neuen Powerlifting-Schuh zu besorgen. Ja, und ich bin erschlagen worden von den gesamten Angeboten. Meistens ist es gescheitert, weil die Bezahlungsart nicht gestimmt hat oder der Schuh schon ausverkauft war. Dennoch habe ich zum Schluss meiner Suche einen passenden Schuh für mich gefunden. Die Woche 13 fängt schon mal gut an. Hoffentlich glückt mir der Rest der Woche in Kniebeuge, Bankdrücken und im Kreuzheben. Ja, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute liegt das Bankdrücken wieder an und ich werde heute dynamisch und mit Pausendrücken in der Kraftpyramide, die ist wieder mal auf dem Plan dran und es werden wieder etliche Sätze geschrubbt. Also, es wird wieder sehr interessant werden mit dem ganzen Training heute hier in unserem Club in Erfurt. Und jetzt geht's los mit den Warm-up und dann werde ich die Gewichte bewegen. Viel Spaß euch! Da heute die Pausen mit bei der Kraftpyramide drin sind im Bankdrücken, entfallen die Nebenübungen. Dafür kommt allerdings am Donnerstag, wenn ich wieder enges Bankdrücken ausführe, Schulter und Trizeps mit rein, da ich ja nur dynamisch drücken werde und der Trainingsplan ist relativ kurz für das enge Bankdrücken. Bin ich recht zufrieden und die Pausen haben auch sehr gut heute reingepasst. Der Trizeps durfte schön arbeiten und zum Schluss ging noch mal alles dynamisch über die Bank drüber. Das war ein sehr guter Impuls gewesen für die Muskulatur. Ja, ich bin zufrieden und morgen hoffe ich, dass die Kniebeuge funktioniert, denn da geht es ran bis an die 84, na, 185 Kilo, sage ich mal, und da wird richtig geschrotet, weil die Hantel hängt dann nämlich durch und ich bin dann wieder im Power Rack mit den kleinen Haken, wo die Hantel abgelegt wird, beschäftigt, weil dann wird es nämlich schwierig werden, die Hantel rauszunehmen. Aber das sind Sorgen von morgen. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt fahre ich nach Hause und dann könnt ihr wieder sehen, was alles auf den Teller kommt. Heute gibt es wieder was sehr Gutes zu essen und ja, wir sehen uns morgen. Ich freue mich schon auf euch. In diesem Sinne, macht's gut, euer Uwe. Reis und Hühnchen gab es heute zum Abendbrot und da steckt nämlich alles drinne, was man braucht. Ein Beutel Reis habe ich mir gekocht und im Reis steckt sehr viel Ballaststoff sowie reichlich Kohlenhydrate, die man ja für die Regenerierung braucht. Und das Fleisch liefert das Eiweiß, das Fett, auch noch andere Dinge, die mit in Stoffwechsel und in der Regenerierung wichtig sind. Und so habe ich meinen Teller immer reichlich beladen, um wieder stärker zu werden.